Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge. Und ich habe heute einen richtig geilen Adapter, denn dieser Adapter ermöglicht uns an unserer Nintendo Switch, an unserem PC, an unserem Raspberry MacBook gewisse Controller zu verwenden. Wir haben hier den USB Wireless Adapter für Windows, macOS, Raspberry Switch. Dieser hier ist natürlich schön im Style von Mario gehalten. Der ist von 8BitDo. Die stellen verschiedene Controller her. Das alles habe ich mir gekauft. Und es gibt eine geile Möglichkeit, nämlich für die Menschen, die immer sagen, ich komme mit den Joy-Cons von der Nintendo Switch einfach nicht zurecht. Oder der Pro Controller ist einfach nicht das, was ich benötige. Oder die Adapter für die Joy-Cons, mit denen komme ich nicht zurecht. Ich bin ein PlayStation Spieler, ich bin ein Xbox-Spieler und ich möchte sowohl den Xbox-Controller als auch den PlayStation 4-Controller an meine Nintendo Switch benutzen. Und am besten habe ich nur einen Dangle, den stecke ich in den PC rein, in mein MacBook, in die Nintendo Switch und kann die Controller einfach ohne Probleme benutzen. Und genau das ermöglicht uns der Dangle. Schönen Klotzdesign von der Super Mario Welt. Wir haben hier einen Knopf, das ist der Pairing-Knopf und können ganz normal hier zack, auseinanderschieben und wir haben einfach einen USB-Dangle. Ich habe jetzt alles angeschlossen, ich habe jetzt den Dangle einfach an die Seite rein, man kann diesen auch hinten rein, dann verbinden wir die Controller. Also ich habe jetzt erstmal den Dangle und den PlayStation 4 Controller angeschlossen. Wir sehen hier mich bei Mario Kart 8. Funktioniert wirklich einfach. Wichtig ist, ihr müsst hier den PlayStation Button und den Share Button gemeinsam drücken, damit letztendlich auch das Ganze funktioniert. Das Interessante ist, das ist wirklich haargenau. Also ich merke keine Verzögerung. Und ich setze euch auch noch eine Anleitung in die Beschreibung. Dort habt ihr die Möglichkeit, alle Controller zu erfahren, welche überhaupt kompatibel sind, weil auch die PlayStation 3 Controller und die Wii U Controller sind kompatibel. Und ihr seht, ohne Probleme, es funktioniert alles. Und wir können ganz normal spielen. In der Anleitung findet ihr dann auch die Tastenbelegungen der einzelnen Controller. Also ihr könnt euch da komplett reinlesen, wie kann man alles verbinden. Aber wie gesagt, ganz einfach anmachen, Pairing-Knopf drücken und fertig. Und dann könnt ihr euren Lieblingscontroller hernehmen und spielen. Also für die, die sagen, hey, die Joy-Cons passen einfach nicht, ich habe zu große Hände oder ich komme mit denen nicht klar und ich bin ein PlayStation-Spieler oder ein Xbox-Spieler, will aber trotzdem die Nintendo Switch besitzen, aber mit den Controllern klappt es einfach nicht, mit dem Adapter, mit dem Pro-Controller, oder so, funktioniert es einfach nicht. Die können jetzt halt auf ihre Lieblingscontroller zurückgreifen. Und der riesengroße Vorteil ist einfach, wir haben halt echt einen Adapter für Windows, für Mac und für den Nintendo Switch. Wichtig ist auch, wenn wir heute den Xbox-Controller nutzen möchten, ich würde den Dangle, ein Update würde ich ziehen und dann funktioniert auch der Xbox-Controller. Wie ist denn das, ey, mit dem Super Nintendo-Controller hier einfach spielen? Und wie ihr seht, lässt sich auch Zelda komplett mit dem PlayStation-Controller spielen. Schreibt mir eure Meinung, wie findet ihr das so? Dass wir jetzt mit dem PlayStation Controller, mit dem Xbox Controller, mit dem PlayStation 3, mit dem Wii U Controller auf der Nintendo Switch spielen können. Klar, keine Maus-Tastatur, aber hey, das ist eine Nintendo Switch. Ich finde es eine coole Möglichkeit. Bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.